Willkommen zu meinem Videoblog. Oder wie es so schön auf Neudeutsch heute heißt, Vlog. Klar, jetzt denken sich einige, was will ein über 50-Jähriger mit einem Vlog? Ich bin meines Alters bewusst und deswegen heißt es ja auch Best Ager Comedian Vlog. Ich bin im Best Ager Age, im Alter des besten Alters. Macht das Sinn? Also ich hoffe schon, zumindest aus meiner Sicht. Wie ihr das seht, muss ich ja euch überlassen. Warum ein Vlog? Ganz ehrlich, weil ich neidig auf die junge Generation war. Ich habe mich die letzten Wochen etwas in dieser YouTuber- und Facebook-Vlogger-Welt vertieft und ich muss sagen, Wahnsinn, was sich da abspielt. Ich bin beeindruckt, Respekt, so viel Kreativität, Know-how, Produktionsfähigkeit, unglaublich. Und ich habe mir gedacht, wenn das Jüngere können, kann ich es auch probieren. Worum soll es in meinem Vlog gehen? Eigentlich um alles. So ein alter Seinfeld-Tradition, um nichts und um alles. Ganz sicher bin ich mir auch noch nicht. Wie soll ich es sein? Ich fange erst gerade an. Ein paar Themen habe ich schon. Ich werde Interviews mit Kollegen führen, kurze Interviews, längere Interviews, Filme von Shows zeigen, Videos von meinen Auftritten machen, also nicht von den Shows selbst, sondern von den ganzen Dingen Backstage rundherum und dann von meinen, wenn ich darf, AIDA-Reisen. Das große Ziel ist, oder es wäre es von mir, in ein paar Wochen tatsächlich einen täglichen Videoblog machen zu können. Das heißt, jeden Tag ein Video für euch zu produzieren. Mir ist schon klar, dass das nicht einfach sein wird, Sachen zu finden, die immer interessant genug sein werden. Auf der anderen Seite, unser aller Leben ist nicht immer so wahnsinnig interessant und manchmal sind gerade die alltäglichen, nicht so interessanten Dinge wiederum interessant für andere zu sehen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe das auch mit meiner Ehefrau besprochen und auch mit meinen Kindern. Ich sage mal so, die Begeisterung eines täglichen Vlogs war nicht ganz so groß, weil ihnen klar geworden ist, dass sie da möglicherweise ein paar Mal vorkommen werden. Aber am Ende habe ich sie überzeugen können und hoffe, dass sie dann doch mit ein wenig Spaß, falls nötig, dabei sein werden. Nachdem ich die Möglichkeiten des Mediums nutzen will, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ab und zu mit mir interagiert zu den Videos. Das heißt, da gibt es ja unten diese Kommentarsektion und da könnt ihr einfach reinschreiben. Ich freue mich natürlich vor allem über Komplimente und Lob, wie jeder, aber ich bin sehr offen für Kritik, meinetwegen auch Beschimpfungen, wenn es sein muss. Und am meisten würde ich mich freuen über Vorschläge zu Themen, die euch interessieren, wo ihr sagt, Nico, mach mal zu dem was oder mach mal über das irgendwas oder tu mal was in diese Richtung. Würde ich wahnsinnig gern machen. Also ich hoffe, ich kann euch in diesem neuen Medium auch als älterer Herr ein wenig unterhalten. Ich werde es versuchen, ich werde es mein Bestes geben. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch hier auf meinem Vlog oder bei meinem Vlog-Beiträgen begrüßen dürfte. Ich freue mich über jedes Like, jedes Teilen, jeden Thumb up und all die anderen Dinge, mit denen man interagieren kann. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist schon ein Problem in diesem Alter manchmal. Egal. Wenn es euch gefällt, erzählt es weiter, schaut vorbei, würde mich sehr freuen. Willkommen beim Best Ager Comedian Vlog.